Lieutenant Victus? Commander Shepard, meine Männer und ich stehen in Ihrer Schuld. Danke, dass Sie so viele gerettet haben. Was ist hier geschehen? Hat versagt! Halten Sie sich zurück, Soldat! Er trägt die Schuld am Tod dieser Männer! Ich sagte, halten Sie sich zurück! Hey, ich habe Ihnen allen gerade den Arsch gerettet und jetzt beruhigt sich erstmal jeder. Lieutenant, was geht hier vor? Ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen. Das ist alles meine Schuld. Ich zog Vorsicht und Taktik einem Frontalangriff vor. Und meine Männer mussten dafür bezahlen. Was haben Sie denn getan? Sie meinen den Absturz? Ja, genau. Wir konnten über Holo sehen, dass Reaper-Einheiten unseren Kurs blockierten. Ihn beizubehalten hätte schwere Verluste zur Folge gehabt. Also wählte ich eine sicherere Route, den Feind zu umgehen. Wir flogen tief und durch diese Ruinen. Als wir auf Widerstand stießen, hatten wir keinen Platz mehr für Ausweichmanöver. Plötzlich steckten wir mitten in einem Kampf ums Überleben, den viele meiner Männer verloren haben. Schlechte Entscheidungen kommen schon mal vor. Es erfordert Mut, seine Fehler zuzugeben, aber man muss darüber hinwegkommen und weitermachen. Ich weiß, aber es ist noch so frisch. Unsere Mission ist jedenfalls fehlgeschlagen. Sobald die Verletzten stabilisiert sind, kehren wir zur Flotte zurück. Sie geben Ihre Mission auf? Wir haben über 30 Mann verloren. Es wäre Selbstmord. Was da machen Sie hier halt eigentlich genau vor? Es gibt eine Bombe auf diesem Planeten. Wir sollten sie entschärfen. Eine Bombe? Wie groß? Gewaltig. Cerberus hat sie. Lieutenant, wenn Cerberus diese Bombe hat, müssen Sie Ihre Mission zu Ende bringen. Haben diese Männer nicht schon genug geopfert? Ich verstehe das. Man kann kein schwereres Opfer verlangen. Aber Ihre Männer haben sich dazu verpflichtet, es zu bringen, genau wie Sie. Meine Männer sind fertig, Commander. Selbst wenn ich die Mission abschließen wollte, sie wollen es nicht. Es ist Ihre Aufgabe, sie dazu zu bringen. Und wie? Ja, packen Sie sie bei der Ehre. In den Arsch treten geht natürlich auch, aber... Dass andere nie mehr durchmachen müssen, was sie heute hier durchgemacht haben. Dieses Opfer wird ohne jede Ehre sein, wenn die Mission fehlschlägt. Männer, ich weiß, was heute hier geschehen ist. Aber wir müssen weitermachen. Nein, müssen wir nicht. Wen interessiert schon ein paar Kroganer-Leichen? Es ist vorbei. Wir sind Turianer und werden einen Triumph von Cerberus nicht zulassen. Unser Opfer bedeutet den Unterschied zwischen Leben und Tod für die gesamte Galaxie. Alle sollen sich daran erinnern, dass die Helden des 9. Zuges ihre Pflicht tapfer erfüllt haben. Also Männer, das Shuttle wird jede Minute da sein. Wir ziehen ab. Commander, kommen Sie mit uns. Wir sind nur noch eine Rumpfeinheit. Wir können jede Hilfe brauchen. Senden Sie mir den Navi-Punkt. Mal sehen, was geht. Danke. Das gibt uns Zeit, ein wenig Aufklärung zu betreiben und zu sehen, womit wir es zu tun haben. Victus, Sie haben jetzt eine zweite Chance. Lassen Sie Ihr Opfer nicht vergebens sein. Verstanden, Commander. Hoffentlich sehen wir uns dann am Treffpunkt. So, damit wäre Victus kleiner Sohn mal gerettet fürs Erste. Aber wir wissen jetzt, dass da eine große, große, böse Bombe auf Tuchanka liegt. Ich meine, mit groß so, dass es anscheinend gefährlich werden kann, weil wenn es nur so ein Blinkgänger ist, davon liegen genug. Cerberus-Bombe? Was zum Teufel ist da los, Commander? Und was haben die Turianer damit zu tun? Die Koordinaten von Victus liegen im Karfik-Tal, einem dicht besiedelten Gebiet. Mehr weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Was schlagen Sie vor? Der Primarch soll auspacken. Das kroganische Militär alarmieren? Noch nicht. Wir wissen zu wenig. Bis zur Heilung sind die kroganisch-turianischen Beziehungen angespannt. Kein Risiko. Und diese Bombe? Wie viele Truppen setzt Cerberus dabei ein? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass... Wir dürfen die Bombe nicht detonieren lassen. Informieren Sie mich, Hackett Ende. Primarch Victus. Beeindruckende Arbeit auf Tuchanka. Ich bin dankbar, dass Sie... Hau ihn! Warum haben Sie mir nichts von der Cerberus-Bombe gesagt? Weil es keine Cerberus-Bombe ist, sondern unsere. Was verschweigen Sie mir noch? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Unser Bündnis funktioniert nur über Vertrauen.
Unsere Freundschaft ist neu, Commander. Würden Sie mir Informationen anvertrauen, die Ihr Volk oder die Erde in Gefahr bringen? Klar doch! Ich bin, wenn Sie mich auf ein Essen einladen... Warum sollte ich unser Bündnis durch Lügen gefährden? Das ergibt keinen Sinn. Entscheidungen wie diese bedrücken mich. Als ich General war, konnte ich Sie der Befehlskette beantworten. Aber jetzt habe ich nur noch mich. Verstehen Sie mich? Natürlich. Und? Und das wär's. Moment, eins noch, Commander. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Ja, super. Aber nichts bewirkt. Haben wir denn wenigstens... Naja. So, ja, dann sollten wir vielleicht die Bombe entschärfen, bevor ein Heilmittel... ...schon wieder eine Kolonie evakuieren mussten? Es werden immer mehr. Aber von Verlusten der Reaper hört man kaum etwas. Naja, die Reaper haben keine Kolonien. Und Cerberus auch nicht. Wenn sie welche hätten, könnten wir sie mit Archäologie bombardieren. Nett. Schauen wir mal, ob wir eine E-Mail bekommen haben. Nein. So, hier. Also, was haben wir denn hier? Wir haben... eine Bombe finden, wir haben Cerberus-Präsenz untersuchen und Genophage heilen. Wir machen erstmal die Bombe finden, weil, ja, sollten wir Cerberus-Präsenz gefunden haben oder die Genophage geheilt haben, weil der Planet macht Boom, dann bringt das auch nichts. Deshalb erstmal den Planeten retten. In kleinen Schritten. Ja, Garrus, du kommst wieder mit. Und Liara. Nee, aber ganz kurz, ich breche nochmal ganz kurz ab. Weg. Ich will wieder... Ach, verdammt. Ben. Ich kann... Ach, da... Nein, nicht... Nein. Nein! Jetzt habe ich James mitgenommen. Nein! Ich wollte doch gar nicht starten. Ich wollte jetzt erstmal meine Waffen anpassen. Ach, verdammter Schrott. Ja, da unten wollte ich rein. Da, wo jetzt der Ladebildschirm ist. Jetzt habe ich James dabei. Ach Gott. Ja, Mai. Die Pistole tauschen wir jetzt erstmal wieder aus. Aber haben wir da einen Waffen? So, dann haben wir hier. Ah, jetzt ist noch leichter, gut. Nein, kein Zielfernrohr. Erhöht den Schaden. Ja, das ist doch mal. So. Du bekommst Modifizierung. Auch mehr Schaden. So. Schockwelle, nein. Doch, Schockwelle. Da. 20% mehr Kraft. Das ist doch schön. Okay, zurück. James, du hast 14 Punkte, die du ausgeben kannst. Dafür lohnt sich ja schon mal. Und Liara, immerhin 3 Punkte. Dafür lernst du jetzt die Singularität. Das ist auch schön. Nicht, dass ich jetzt irgendwas gegen James hätte, aber ich wollte jetzt eigentlich Garrus mitnehmen. Weil es natürlich viel cooler wäre, wenn der die Leute persönlich kennt. Normandy Shuttle! Hier ist Lieutenant Victus von 9. Zug! Hören Sie mich! Wir hören Sie, 9. Zug! Sind fast am Bombenareal, Commander! Werden ziemlich rumgeschleudert! Näher gehen wir nicht ran, Lieutenant! Suchen Sie nach einem Platz, wo Sie Ihren Zug absetzen können! Verstanden! Erzählen Sie mir was über diese Cerberus-Bombe. Sie ist nicht von Cerberus, Commander. Sie ist Turianisch. Was soll das heißen, Turianisch? Sie wurde vor Jahrhunderten platziert, nach den Kroganischen Rebellionen. Die Bombe diente dem Schutz vor einem weiteren galaktischen Krieg. Damit die Kroganer keine Bedrohung werden. Ich glaub mal, das war ein blöder Fehler. So eine Taktik schafft kein Vertrauen. Aber jetzt müssen wir erst die Bombe entschärfen. Ja, aber Cerberus hat sie gefunden.
Die Detonation würde einen Krieg zwischen meinem Volk und den Kroganern bedeuten. Stimmt. Das erklärt die Geheimhaltung. Wo ist sie? Bei diesen Gebäuden vor uns. Cerberus hat vor, sie auszugraben. Der neunte Zug wird ihre Flanke decken. Bei der Aktivität merken doch die Kroganer, dass was faul ist. Dann dürfen wir nicht versagen, Commander. Hab verstanden. So. Bewegung, Leute! Entdeckung! Die Köpfe runter! Wir stoßen hier auf vielen Widerstand! Eingang gesichtet! Wir sind unterwegs! Okay, weiter! Ja, Leute! Oh, das war Hü! Irgendwo ein Schildgenerator. Hört doch verdammt nochmal auf, mich zu beschießen. Wenn ihr nicht auf mich schießt, muss ich auch nicht auf euch schießen. So einfach ist das. Oder ist was? Ah! Und... die Waffe macht echt Spaß. Die gibt's diesen Lundum, der ist übrigens exklusiv in der Wii U Edition dabei. Und man könnte jetzt im Prinzip übers Touchpad da sogar die Ziele direkt anwählen. Oder man lässt im Prinzip die Finger gedrückt, aber... ganz kurz Schnellfeuerwaffe auswählen und wieder unseren Brandmunition. Verdammt! Zu den Gebäuden! Ja, ich glaube, wir haben hier alles. Ja, Tatsache. Gut, weiter. Da liegt noch was auf dem Boden. Das ist nur eine Granate. Mit der kann ich eh nichts anfangen. Wenn wir die Bombe erreichen, muss ich den Auslöser umprogrammieren. Verstanden. Hier liegt was. Kein Auslöser, keine Explosion. Einigen Klingenaufsatz ist auch nett. Das Gewehr hat, der Geschützturm hat ein menschliches Schutzschild, so wie es mir scheint. So. Team Kinderboden.
Das war... Ich habe einen weiteren Geschützturm gefunden. Juhu! Erstmal hier den Schildgenerator ausschalten. Okay, klappt nicht. Bestätige. Komm, werf da eine Granate drauf. Und ein Laptop. Verdammt, diese Bombe muss riesig sein. Wie kommst du darauf? Diese Männer geschickt, um das Ding zu verteidigen. Das bedeutet Krieg zwischen Turianern und Kroganern. Kann auch eine ganz kleine Bombe sein. Zurückschrecken, um die Detonation auszulösen. Cerberus leistet Widerstand, aber der neue Zug rückt vor, Commander. Gute Arbeit, Lieutenant. Nein, das war schon wieder die falsche Taste. Verdammt. Ja, wir kommen ja schon. Alternativroute. Umrunden das Bombenareal. Verstanden. Okay, wo jetzt lang? Ah, da unter. Okay. Ich empfange eine Menge Funksprüche von Cerberus. Sie bereiten die Evakuierung. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Das klingt gar nicht gut. So, da haben wir ein Datenpad. Aber da gibt es auch nur Geld. Da haben wir noch was. Ah, kein Generator. Ja, aktivieren wir den mal. Der gibt uns einen kleinen Vorteil. Ja, okay, hallo da. Von der Rampe aus haben wir einen besseren Überblick. Einverstanden, dann los. Gut, weiter im Text. Ach, das ist die Bombe. Es war wohl weit genug unter der Erde. Cerberus musste es erst ausgraben. Ich will nicht in der Nähe sein, wenn das Ding hochgeht. Hab doch gesagt, dass es riesig ist. Commander, wir sind am Bombenareal. Gehen zur Kontrollstation. Verstanden. Wir sind unterwegs. Ah, da ist eine Leiter. Schön. Nehmen wir die Leiter. Cerberus evakuiert. Der Weg zur Bombe müsste also frei sein. Wenn Cerberus abhaut, dann heißt das, dass die wahrscheinlich gleich die Bombe hochgehen lassen wollen.